Wunderschönen guten Abend. Willkommen zurück bei einer neuen Folge Town of Salem Together mit dem Dexter. Hallo. Und dem Heke. Guten Tag. Ich bin böse. Ich auch. Ich bin semi-böse. Oh, keiner von uns ist Town. Interessant. Nein. Maximal zwei von uns werden gewinnen wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, dass der Dexter Mafia geworden ist. Also bist du SK geworden? Korrekt. Ich werde jetzt in der ersten Nacht gejailt, kille direkt ein und dann bin ich weg. Oh, immerhin nicht. Doktor ist immer so eine unschöne Geschichte, aber trotzdem. Jetzt müssen wir halt gucken, was passiert. Da kann man nicht viel machen. Scheinbar Spaß mal Die Toilet rein. Werden geheilt haben, angeblich, den Herrn Jester. Und vielleicht bereiten wir noch einen zweiten Fake-Wille vor. Keine Ahnung, Medium. Ich weiß, das ist ein ganz schlechter Jail. Lebt noch. Ich auch, aber das ist keine wirkliche Überraschung. Ich hätte in den Veteran rennen müssen, um zu sterben. Oder Bodyguard, aber... Naja, Classic halt. Der Gui ist tot. Und lief doch direkt. Keine Lust mehr. Sei nicht zu sagen. Glaub ich, kein Medium Licht bestimmt. Zaunrolle. Jester. Doktor. Oh, ja. Für mich unpraktisch. Sobald mich jetzt jemand untersucht, kann ich nicht mehr wirklich Doktor claimen. Du bist nicht mal dran schuld, du hast ihn nicht getötet. Ja, ich wusste, dass er Doktor ist. Deswegen habe ich ihn leben lassen. Genau. Nein. Den finde ich ganz gut, den Kill. Muss ich erst mal sagen. Mir wäre ein letzter Wille jetzt noch lieber gewesen, weil mit der Killnote Die Toilet... Wäre das natürlich eine richtig nette Story geworden. Ich glaube, ich werde versuchen, mal ein bisschen früh auf Excel-Ding zu gehen. Wow. Sollen wir auf Excel gehen? Es sind halt noch Sheriff und Investigator da und das gefällt mir nicht. Wenn einer von beiden tot wäre, würde ich es riskieren, auf Excel-Move machen, sagen, ja hier, ich bin Medium, der Jailer hat mir gesagt, dass der und der ihn besucht hat, wir killen ihn. Ich sag danke, es war mein Target, easy win. Weil dann kann ich meine Immunität erklären, der Executioner würde sich wahrscheinlich nicht als solcher revealen, weil er dadurch ja selbst verliert. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und man würde ihm ja auch mehr Glaubwürdigkeit unterstellen. Von daher ist das ganz okay. Wir gehen jetzt auf jemand anderes. Und zwar gehen wir auf... Wen gehen wir denn? Ah, das haben wir in meinem Plan komplett zunichte gemacht. Ich bin auf Psyche. Heißt Chris. Angeblich Ciao Piccadilly. Immerhin. Jetzt muss der Investigator draufgegangen sein und parallel der Lookout. Das wäre richtig gut. Verdammt, Piccadilly ist tot. Schnell Die Ciao Martha draus machen. Das ist pretty chill. Medium wahrscheinlich.
Müssen wir schauen. Eine wichtige Townrolle, bitte. Danach muss ich anfangen, die Mafia zu killen. Weil sonst haben sie zu schnell die Überhand gegenüber mich. Ich muss Mafioso oder Framer loswerden. Bisschen zu früh. Schade. Eine Nacht später wäre besser gewesen, aber okay. Je früher die Mafia dezimiert wird, desto besser. Gerade weil eben noch Exe und Jester da sind. Müssen wir auf Sheriff wechseln. Das ist ein bisschen unschön. Random gewählt, weißt du, ich wurde nicht attackiert. Es ist halt so traurig. Ich wurde nicht attackiert und er kommt damit durch. So ärgerlich. So ein scheiß Jester. Das ist unglaublich. Es ist so unfassbar. Wie lucky kann dieser Sack bitte sein? Also für ihn nicht. Einfach random mal rausgehauen. Ne? I'm proven now. Ganz offensichtlich nicht. Wird eh keine Sau interessieren, weil mir wird keiner glauben als SK. Aber es hat so ein Bullshit wieder. Typisch Classic. Wahrscheinlich ist er sogar Godfather, der einfach random einen rausgepickt hat. Weil anders konnte er es nicht wissen. Außer halt als Lookout oder Sheriff, aber dann wird er nicht Vigilante claimen. Und dass der Doktor, also Doktor ist tot, dass der Lookout da nicht mitdenkt, ist halt auch so eine Geschichte. Finde ich. Wenn die Reihenfolge der Mafia schon gezeigt wird. Aha. Interessant. Guck mal, Vigilante. Ich hoffe, keiner von euch beiden ist Lookout. Wenn ich ehrlich bin. Nein. Weil langsam hätte der Lookout doch mal daran denken können, wenn die schon die Todesliste kriege, gehe ich doch dahin. Oder nicht? Ah, da ist ein Lookout. So viel dazu. Ja, wurde ich auch nicht. Invest musste ihn eigentlich untersuchen. Mit Jekyll und Hyde gewählt. Immerhin, da hat der Lookout mitgedacht. Ich wollte erst meckern, dass der Doktor nicht mitdenkt, aber okay, der ist tot. Da ist das schwierig. Andererseits natürlich auch eine Vorlage für jeden Executioner, einfach irgendjemanden als böse betiteln.
Oh, wenn er echt Lookout ist, ist er der Idiot. Schwierig. Ja. Heke sagt nichts mehr. Warum? Schläft schon, ist weggepennt. Ist ihm zu langweilig geworden. Er ist bestimmt Medium geworden. Das Natürlich Tote? Ist ihm zu langweilig geworden. Bist du echt Medium gewesen? Nein, ich lebe noch. Wie er auch sagt, I visited Brad last night. Ich habe ihn besucht, ja. Das stimmt. Ja, korrekt. Ja, ist halt sein schlechter Fake letzter Wille hinten. Ist ja richtig schlecht. Oh, easy win, sagt Dort. Ich hab gewonnen. Er war echt Lookout. Ja. Wow. Was für ein. Er kann doch nicht echt Lookout gewesen sein. Echt. Jetzt schreibt er hat Unity gewissert und sagt, er hat Brad gewissert. Wow. Ich habe ja gerade noch gesagt, jetzt kann ein Excel das ganz easy machen, weil er auf dem Tablett hingelegt kriegt. Ich habe sie übrigens so gefeiert. Als Sensationell. Gesagt, jetzt hat der Lookout mal mitgedacht. Ich habe so gefeiert. Jetzt mach bitte die Mafia fertig. Dann gewinnt wenigstens Dexter noch. Nee, Dexter, du warst auch Nut. Du warst auch Ding, oder? Ist Mafia. Stimmt, das war die Geschichte. Ich war gerade davon ausgegangen, dass wir Town sind, aber das ist ja gar nicht der Fall. Nee. Warte, dann bist du der Jester. Dann mach trotzdem, dass die Mafia verliert. Los. Nein, mach, dass dieser andere Sack verliert. Oder du bist es. Sag mal ehrlich, bist du Chris Vineyard? Wow, dieser Weg. Jawohl, bitte sei Gottvater. Der hat's verdient. Der Lacker. Aber dann war es halt echt ein sauschlechter Jekyll-Enthalt. Aber der Name passt eigentlich nicht zu Dexter, finde ich. Der Chris Vineyard. Ich unbedingt möchte. Es ist Dexter. Och Mann. Finde ich nicht gut. Ich will nicht, dass er damit gewinnt. Wenn ich ehrlich bin. Ich gönne es ihm nicht. Ich weiß, ich bin nachtragend. Bin ein schlechter Verlierer. Aber das ist nicht wirklich neu. Ja, easy win. Bist so ein scheiß Lacker. Es ist so zum Kotzen. So, jetzt würde ich Master kriegen. Lester kann sie nicht sein, aber sie hat sich wie eine verhalten. Frage ist, tötest du einen Town oder tötest du gleich Master, die um genug Vergelt zu voten? So zum Kotzen, ey. Möchte AFK sterben. Nein, den kill ich nicht, das wäre zu dumm. Vor allem, wenn er Town ist. Es war klar, dass du böse bist. Also, ja, klar. Der Vigilante hätte ihn da schießen müssen, weil es so offensichtlich war. Jetzt macht wenigstens schnell Schluss, bitte.
Belkos getötet. Das müsste eigentlich Master Elisabeth sein. Meiner Meinung nach. Aber die investigativen Rollen sind halt echt scheiße in der Runde, gell? Der Lookout kriegt's nicht gebacken, die Reihenfolge der Killer zu, oder der, die Todesreihenfolge irgendwie abzuarbeiten und dementsprechend was zu reißen. Und wenn man den letzten Willen vom Investigator sieht, braucht man auch nichts mehr zu Eigentlich sagen. müsste ich jetzt doch die Town abfacken, allein schon für den Investigator willen. Was ist das für ein Wille, bitte? It's getting suspicious, Ah, investigated okay. Velkos, he's skilled at disrupting something, but was not clear at what. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall erstmal beide Bösen confirmed. Ich glaube, bei mir kackt Internet ab. Ich verstehe euch so unendlich abgehackt. Das ist schlecht. Ah, oh, der Sheriff-Claim ist halt schlecht ohne Ende. Wenn die Town jetzt nichts macht, halt den Frust verdient. Jester will jetzt gegen Martha. Das ist interessant. Das habe ich nicht erwartet. Anscheinend. Diesen Move habe ich jetzt nicht erwartet. Heißt, der Ex votet mit der Town oder so? Ja, Nein, das der, ist oder? Heke. Hat er? Ja. Hat er. Ich hätte auch gegen Martha gewählt. Auf jeden Fall. Aber warum macht das Chester, der doch eigentlich auch confirmed böse ist? Das wird jetzt interessant. Ich glaube, das hat Jester nur gemacht, um selbst wieder als Town dazustehen. Was halt einfach nur doof ist. Oder Martha ist halt wirklich einfach nur ein extrem schlechter Sheriff. Glaube ich nicht mal. Talk on Alter, me, ich versteck keinen Jungs, mehr von ey. euch. Ja. Es war klar, dass er böse ist. Wow, jetzt kommst du wieder mit deinem ASO-Spiel. So, ich glaube auch, dass Jester der letzte Mafia ist. Statt AFK. Wie Jester hat, Paco ist soweit halt ich immer weiß, noch. nicht verstanden. Was ist bitte mit Paco los? Paco ist der Jailer, was ist Ja. los mit dem? Hätte man nicht gerafft. Huch. Wow. Das ist interessant. Ein dummer Kill von der Mafia, ehrlich gesagt. Okay, hat sich erledigt. Das war ein extrem dummer Kill von der Mafia. So, du entscheidest. Nicht hier eigentlich jemals was geklemmt? Nö. Post your wild Bows. Na denn? Aber er ist halt auch nicht der Held, der Sheriff. Wow. Meiner Meinung nach hat er sich damit gekillt. Der Unity. Jetzt würde ich mich gegen Unity entscheiden, wenn er dich noch hängen will.
Okay, das Medium Kill sich selbst. Er hat sich gerafft. Wow. Wow, was für ein Idiot. Der timed out. Und da ist der Heke weg. Aha. Wow, dieser AFK. Du claimst aber auch gar nichts, gell? Oder bist du rausgeflogen? Na, bei mir läuft alles im Schneckentempo ab. Oh, er rettet's noch, aber ich glaube, die Zeit wird zu knapp, oder? Ach nee, doch nicht, noch so viel Zeit. Also ich vote gleich auf Unity. Eigentlich hat's AFK jetzt nicht mehr verdient. Für mich hat's keiner von denen verdient. Ah, schwierig. Der Einzige, der es realistisch gesehen verdient hat, warst du für deinen Move vom Lookout. Unity hat halt X geclaimed, muss bestraft werden. Eigentlich schon, ja. Er sagte auch, er fuckt ab. Ja, hast du. Das war das Dümmste, was du machen konntest. Executioner claim, wenn der Executioner da steht. Für mich hat's keiner verdient. Nee. Unglaublich. Was für eine beschissene Runde einfach, was für Leute da waren. Der Jailer hat bis letzte Nacht noch gemeint, das Medium wäre Mafia. Nachdem er schon irgendwie dreimal reingeschrieben hat, dass er das Medium ist? Ja, also, keine Ahnung. Jailer ein Idiot, Lookout ein Idiot, Invest ein Idiot, Sheriff ein Idiot. Das ist unglaublich. Und Heke ist wieder raus. Ach, nicht Heke. Solange noch im Game bleibt, ist alles gut. Willkommen zurück. Es ist halt Classic. Seltsam. Das ist so schlimm. Da fällt mir nicht mal ein Titel dazu ein. Ist mal ohne Scheiß. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht. Bis dahin noch einen schönen Abend und ciao, Leute. Tschüss.